Ja, ich grüße Sie, Herr Dück. Nach dem letzten Interview haben wir uns gedacht, wir treffen uns jetzt ab und zu mal bei Ihnen und bei mir und trinken eine Flasche Wein. Wir haben festgestellt, Sie trinken gerne Wein, ich. Und jetzt haben wir schon Sommer und wollten das nutzen, mal einige grundlegende Themen dieser Welt mal zu besprechen. Ja, wenn so lange das so relax so geht hier. Und haben uns gleich das Thema Bildung ausgesucht. Was für eine Situation hat die Bildung im Moment? Also was ist Bildung derzeit und wo müssten wir mit Bildung hinkommen? Ja, Bildung ist eigentlich jetzt, was es immer ist, also nach dem Humboldtschen Ideal, seit 200 Jahren. Und es gibt einen gewissen Kanon von Stoff oder so, der wird bis zum Abitur in Leute reingetrichtert ein bisschen. Wir erleben jetzt ein neues Zeitalter, darüber müssen wir mal sprechen, also das ist durch das Internet wandeln sich in einer gewissen Weise die Berufe und jetzt braucht man eigentlich mehr als Bildung. Für die nächste Zeit braucht man dann auch noch Persönlichkeit. Ja, also das, man sieht, also früher mussten die Leute einfach alle nur zur Hauptschule, 3% haben Abitur gemacht. Ich bin in so einem Jahrgang, ich glaube 5 oder 7% haben Abitur gemacht. 2-3% haben damals studiert. Das ist ja heute angewachsen auf 40% hier in Heidelberg. In der Studentenstadt haben vielleicht 60% schon Abitur. Und wir haben eine ganz andere Situation als früher, wo in meiner Kindheit nur Lehrer, Pfarrer und Arzt im Dorf die klugen Leute waren. Das sind wir heute alle. Und unsere Berufe entwickeln sich inzwischen weiter. Vieles wird automatisiert. Vieles, was früher einen echten Bankbeamten brauchte, kann ich im Internet machen. Reisen buche ich selbst. Darf ich eine kurze Geschichte erzählen? Als ich auf der Herfahrt war, war ich beim Rewe und habe mir diese Sonnenbrille gekauft. Ich habe mir eigentlich eine andere ausgesucht gehabt. Die hatte so ein Sicherheitsbeppel, damit ich das nicht klau. Und ich war dann an der Kasse und man kann jetzt bei Rewe Geld abheben. Ja. Das heißt, ich war an der Kasse und die Dame, die aufmachen sollte mit so einem Schraubendreher, hat das nicht hingekriegt bei der anderen Brille. Also musste ich mir eine andere aussuchen, dann war ich da an der Kasse. Und die war sichtlich überfordert mit dem Abmachen dieses Verschlusses, hatte aber eine Kompetenz, nämlich ich kann bei ihr Geld abheben, als wäre es meine... Sie ist fast wie eine Kassiererin. Meine Schwägerin ist Kassiererin. Ja, aber als ich ein Kind war, da war ich beim Knacks Club bei der Sparkasse und da waren so seriöse Leute und da wussten wir, das sind Spezialisten und nur die dürfen mit Geld umgehen. Aber das kann ich alles da beim Discounter machen. Ja. Was macht das aus unserer Zukunft und was für Berufe werden entstehen oder wie werden sich die Berufe entwickeln? Also vieles wird immer noch weiter automatisch gemacht. Das erschreckt jetzt Leute oder sie glauben es nicht. Ja, also die Bücher verschwinden ins Internet, sind E-Books, im Buchhandel ist angefressen und so weiter. Die Verlage braucht man vielleicht nicht mehr so richtig, weil man selber ins Internet stellen kann. Vorlesungen werden im Internet angeboten, brauche ich keine Professoren mehr. Zum Teil der Schulunterricht ist im Internet und so weiter. Und man sieht irgendwo, dass vieles weggeht. Also ich kann das ein bisschen von meiner Jugend erzählen. Mein Vater hatte 40 Mitarbeiter auf dem Bauernhof, relativ nicht großer Bauernhof, aber hatte halt viele Leute für Spinat pflücken und Rüben rausziehen und Erbsenpalen zur Konservenfabrik bringen und so weiter gehabt. Ja, die Entwicklung war, dass er dann das als Halbtagsjob hatte. Also da waren irgendwelche Maschinen, die haben dann Mais abgepflückt oder Erbsen gepalt und das geht ja alles automatisch heute. Und er hat von 40 Angestellten das auf einen halben runtergebracht. Und solche Entwicklungen sehen wir in der Dienstleistungsgesellschaft jetzt mit Computern auch. Was dann an Dienstleistungen überbleibt, sind relativ schwierige Sachen. Aber scheinbar sind wir da noch nicht so kompetent. Nein, das können wir gar nicht. Also diese ganz großen Projekte, die leben sehr viel von der Kunst, dass das ganze Team da von vielen Hunderten oder Tausenden Leuten das beim ersten Mal richtig macht, ohne zu viel Lernkurven zu fliegen. Aber so ähnlich sind heute Projekte auch. Also wenn ich nur ein Haus baue mit 7, 8 verschiedenen Handwerkern, wenn ich ein Projekt leite, also so bei IBM, wo man neue Computer kauft oder irgendwelche Datenbanken auswechselt oder ins Cloud Computing migriert, dann sind da sehr viele Mitarbeiter von verschiedenen Firmen.
Also da sind 5, 6, 7 IT-Zulieferer, dann irgendwelche anderen Firmen, Computerfirmen, Maintenance, und die müssen dann mit 10 Fachabteilungen vom Kunden reden, wie die das überhaupt wollen, was die da machen. Dann muss man die Leute ausbilden, das alles hinbringen und so weiter. Und dann gibt es irgendwo einen Tag, Stopp, jetzt muss die Arbeit fertig sein, und dann gibt es einen Rollout, oder ja, dann muss das alles funktionieren. Und dazu muss man mit Leuten verhandeln können, klarkommen können, Projekte leiten können. Und zwar nicht nur der Projektleiter oder der Manager, sondern jeder sitzt ja in dem Projekt drin. Jeder verhandelt mit Leuten, jeder hat Schwierigkeiten, die er beseitigen muss. Und im Grunde muss dann sowas wie ein Mannschaftsgefühl entstehen, dass alle sowas, die den Sieg wollen, so jetzt wie bei der Europameisterschaft. Ja, wo man kann nicht immer sagen im Service, ich bin heute nicht zuständig oder ich habe heute Urlaub oder ich habe das nicht oder so weiter. Das wollen die Kunden nicht mehr, sie wollen es einfach fertig gemacht haben. Und dazu brauchen wir Leute, die jetzt mehr Verantwortungsbewusstsein haben, ja, mit mehr Lust oder sagt man, Kundenfreundlichkeit oder Servicefreundlichkeit dran gehen. Aber Sie reden ja von einer ganz anderen Persönlichkeit, als in der Schule irgendwie an Persönlichkeiten entsteht. Ja, also praktisch die Berufe, wo man so still im Kämmerlein sitzt, in einem Einzelzimmer und arbeitet Kreditanträge ab oder bearbeitet Personalakten, die sind jetzt irgendwie, gehen langsam in die Vergangenheit. Und jetzt hat man einfach immer mehr sehr viel Teamarbeit, sehr viele Komplexitäten, sehr viele Zusammenarbeit, sehr verflochten zwischen verschiedenen Abteilungen. Auch wie schaut denn dann so eine Schule aus? Also ich denke, es liegt ja nicht an den Kindern, sondern es liegt wahrscheinlich an der Pädagogik, an den Lehrern, an der Erziehung. Es liegt an der ganzen Bildung. Also praktisch, ich meine, wir haben Rewe geschrieben. Ich habe eine Geschichte geschrieben auf meinem Blog, Es geschah in der Rewe. Ja. Ich habe mich so innerlich aufgeregt. Ich habe mich nicht getraut, irgendwen zu ohrfeigen oder so. Da war einfach ein junges Ehepaar mit einem Kind, und das Kind hatte diesen kleinen Wagen davor. Ja. Und dann hat das Kind so mühevoll dann irgendwie so ein Nutella da hoch aufs Band machen wollen. Und dann hat die Mutter gesagt, das kannst du nicht. Dann hat er gesagt, ich will aber so, und dann ich, das kannst du nicht. Und dann ein Schrei, und der Vater hat geschrien, du wirst gehorchen, du Kind, ja, also praktisch, das legen wir da drauf, da bist du zu klein und so weiter. Und das tut weh. Ja, also wenn sie eine persönliche Erziehung machen wollen vom Kind, dann warten alle Leute ganz brav, wie das Kind das hochmüht, und beim dritten sagt es vielleicht, ich kann es glaube ich noch nicht. Und dann legen wir es drauf. Und diese 20 Sekunden einfach das Kind mal ein bisschen machen zu lassen, das gibt den Unterschied für die Zukunft. Ja, wir müssen einfach Kinder so ein bisschen selbstständiger ziehen, auch dass sie Lust haben, Initiative ergreifen. Das tut das Kind ja. Es nimmt den Wagen, fährt das überall rum, spielt schon den Großen, und dann kommen wir und sagen, das kannst du nicht oder das darfst du nicht. Und man, diese ganze Persönlichkeitsentwicklung fängt von ganz, ganz klein an. Das geht im Kindergarten weiter. Das darf keine Aufbewahrungsstation sein, sondern muss auch wieder Weiterentwicklung sein. Und Lehrer müssen das dann weiter fortführen. Und vor allen Dingen dann auch die Professoren an der Universität, die jetzt völlig, ja, nicht überfordert, aber die noch gar nicht damit befasst sind. Also bei den Zweien will ich auch ansetzen. Also Sie sagen, wenn so ein Lehrer mehr Geduld mitbringen sollte für Schüler, wie soll das denn gelingen von der Kapazität her, wenn eine Schulklasse 30 bis 40 Schüler hat? Also das ist. Es gibt viele, viele theoretische Elaborate, was die beste Klassengröße sein soll, was die beste Control Span sein sollte bei Management, also wie viele Mitarbeiter kann ein Manager eigentlich vernünftig führen. Und die Aussagen sind ganz klar, 5 bis 6 ist das echte Optimum, wahrscheinlich bis 10 geht das. Ich habe selber mal angefangen mit 5, 6 Mitarbeitern, habe dann aber immer Erfolg gehabt und sind dann viel mehr geworden bis 30. Und dann kommen irgendwann so ab 15, kennt man die Leute nicht mehr, redet dann nur noch mit den Besten. Also das sind die Projektleiter. Und dann so mit den anderen redet man kaum noch. Und dann diffundiert das. Das merkt man ganz deutlich, wenn Sie können das mal anfangen. Also, oder ein Lehrer könnte das anfangen mit einer Klassengröße von 5 anfangen, wo er jeden kennt. Und dann kriegt er immer mehr dazu, bis es 30 werden. Und dann stellt man fest, so ab 12, 13 wird es irgendwie schlecht. Aber wenn da einige auf der Strecke bleiben, dann brauchen wir ja Jobs für die. Aber wir haben ja festgestellt, für die gibt es gar keine Jobs mehr. Also praktisch, das geschieht ja automatisch im Computer. Im Grunde müssen wir sehr viel mehr höhere Jobs mit höheren Qualifikationen finden. Das bedeutet nicht, dass die Leute jetzt irgendwie
ganz viel Fachwissen noch mehr im Kopf haben, sondern sie müssen einfach diese Softwares mehr drin haben. Das ist genau das richtige Gefühl, dass über 7 das irgendwie schwierig wird mit den Kindern, dass man sie nicht gut erziehen kann. Und das sollte man sich zu Herzen nehmen und sagen, das ist aber dann in den Seminaren und in der Universität oder in den Klassen vorm Abitur ganz genauso oder im Kindergarten. Und wir investieren da einfach nicht genug in Personal, haben auch gar nicht ein Personal, das in solchen Persönlichkeitsfragen ausgebildet ist. Also praktisch ist nicht nur so, dass es gar nicht stattfindet oder stattfinden kann in den Bildungseinrichtungen, sondern Lehrer sind ja in Fachdidaktik ausgebildet. Sie sind ausgebildet, wie erkläre ich irgendwas in ihrem Lehrfach am besten, das heißt irgendwie Didaktik. Pädagogik ist relativ wenig, da kriegt man so 2-3 Scheine, dann wird man auf die Menschheit losgelassen. Sehen Sie einfach mal unser Gespräch als Dienstleistergespräch für die Zuschauer. Was können die mit nach Hause nehmen? Das kennen Sie von Ihren Vorträgen. Aber was sind so die konkreten Dinge, die es braucht in der Zukunft und vor allem die jetzt, die ihre Kinder in die Schule schicken und Erziehung betreiben? Was sollen die weitergeben? Im Grunde müsste man sich so mittelprächtige Projekte vorstellen können. Also sowas wie ein Haus bauen mit 5, 7 Handwerkern. Ja? Oder ich bin dann so im Netzwerk. Es ist nicht mehr so eine Hierarchie, dass da oben einer steht, der regiert immer, sondern ich bin in einem Netzwerk von vielen verschiedenen Leuten und ich bin als Teil, muss dann mit meinen ganzen Nachbarstellen auch agieren. Und dann muss man sich irgendwie vorstellen, was man dazu können muss. Man muss sich auch im Beruf mal angucken, dass es dauernd sowas wie Abteilungsegoismen gibt, Zank. Leute zanken sich ganz kleinlich, weil wenn einer jetzt dem das so gefallen tut, verdient er 10 Euro weniger im Monat oder ja, irgendwelche Belohnungen und Incentives laufen anders. Und dann sieht man, dass man sich immer zu streitet, keilt und so weiter und dass es viel, viel Abrieb gibt, sowas wie bei Team funktioniert nicht, Kommunikation funktioniert nicht, wir haben uns nicht vertragen, ja und so weiter. Und diesen ganzen Jammer, der jetzt gerade überall in den Projekten ausbricht, den müsste man sich wirklich mal richtig in Ruhe zu Gemüte führen und sagt, was fehlt uns eigentlich alles, dass das aufhört. Also ich habe ein paar Sachen schon rausgehört. Kommunikation, Verhandlungsstärke, haben Sie gesagt. Man hört von Ihnen oft. Suche nach Kompromissen. Genau. Man muss auch einen festen Willen haben, Dinge mal zu Ende zu bringen. Das kennt man vor allem von Ihnen. Man muss es wollen. Wo Sie eine Republika-Leute anschreien. Sie müssen es wollen. Nein, ich habe immer den Unterschied gemacht, Sie müssen es. Also es gibt einen Unterschied zwischen du musst und oder es, also das ist von außen kriegt man es draufgedrückt. Also ich muss die Prüfung bestehen. Oder ich will sie bestehen. Das ist eine ganz andere Frage. Ja, es gibt so Leute, die sagen, du, ich möchte jetzt Sänger werden und ich möchte jetzt singen. Das ist eine andere Frage, als zu sagen, du musst ja die Konfirmation, was bei mir so war, 50 Lieder auswendig vorsingen können bei der Prüfung in der Kirche. Das ist eine andere Frage. Und ich mache wirklich immer einen Unterschied zwischen dem inneren Wollen, dass ich irgendwas erreichen will, oder diesem verdammten Müssen, was es eigentlich schlecht macht. Sie sehen ja immer, wenn unsere Fußballer gewinnen müssen, das klappt nicht. Ja, denn man muss es im Fußball wollen. Und man muss auch irgendwie so richtig tolle Kinder wollen. Das kriegt man auch irgendwo hin. Ich sag manchmal, also da gibt es aber immer Abrieb, wenn ich das so hier im Dorf manchmal sage. So. Dass Mutter oder Vater für das Ergebnis ihrer Erziehung auch sich verantwortlich fühlen müssen und auch verantwortlich sind. Und man kann nicht einfach sagen, mein Kind ist leider nichts geworden, ich habe mir Mühe gegeben. Es hilft nicht, sich Mühe zu geben, sondern man muss irgendwo auch die Verantwortung haben, dass es klappt. Dankeschön für dieses Gespräch und dieses Thema, Herr Tücks.